Wie kann man mit Stress besser umgehen? Jetzt ist die Frage einmal überhaupt, welche Form von Stress. Es gibt unterschiedliche Formen von Stress. Es gibt einen, der physisch ist. Das würde bedeuten Hitze, Kälte, Lärm, Staub. Das kennen wir zum Beispiel, wenn wir irgendwo arbeiten und es ist in der Nähe eine Baustelle. Und dann gibt es immer diesen Lärm, dann fängt uns das zu stressen an. Aber heute ist ganz stark emotionaler Stress, also psychischer Stress. Es passiert in uns, in unserem Kopf. Wir haben oder empfinden vieles als Druck oder Zeitdruck, weil das Zeitmanagement oder wir einfach zu viel tun, zu viel machen. Und in uns passiert dann ganz viel Stress. Was kann ich dagegen tun? Das ist ein Riesenthema. Aber ein wichtiger Punkt ist überhaupt einmal zu bemerken, dass ich Stress habe. Also ich habe festgestellt, das ist meine ganz persönliche Meinung, viele Menschen spüren und merken heute gar nicht mehr, dass sie Stress haben. Es ist für sie einfach gewohnt, in diesem Riesentempo herumzuhetzen, alles zu erreichen wollen, müssen, alles einzupacken, zum Teil auch noch perfekt sein zu müssen und am Wochenende dann auch noch das volle Programm. Und wenn wir heute sportlich sein, muss ich noch um 6 Uhr in der Früh mit meinem App auf dem Handy oder auf der Uhr genauso und so viele Kilometer in der Zeit laufen mit dem Puls und so weiter und meinen Plan einhalten und ich kriege dann alle möglichen Grafiken und die überprüfe ich dann auch noch. Also es ist eine Riesensumme vom Ganzen und die Basis ist für meiner Meinung wieder zu lernen, zu fühlen, zu spüren, zu beobachten und zu erkennen, was fühle ich, wie geht es mir jetzt dann und es mir erlauben, als erster Schritt dann auch einmal wieder innezuhalten. Ich bin ja auch Achtsamkeits- und Entspannungstrainer und da haben wir dieses Thema sehr groß. Und auch bei meinen Reisen geht es sehr viel auch um das Thema Entspannung. Und das ist heute wichtig und das können viele gar nicht mehr. Und dann haben wir halt das Problem, Schlafstörungen, dann wird schon das eine oder andere Medikament dazugenommen, auch um mich besser zu fühlen. Und Riesenthema heute natürlich Burnout. Stress kommt ja das Wort aus der Technik. Da gibt es diesen sogenannten Stresstest bei Materialien. Das heißt, wie lange kann ich da Hausnummer Kraft einüben, bis das Material bricht. Ja? Und das hat man dann irgendwann umgelegt auf uns Menschen. In der Stressforschung ist man drauf gekommen, es wird ständig alles bewertet, da gibt es so Modelle. Also wir kriegen Reize rein, es wird in uns bewertet und der Organismus entscheidet neutral oder sehr positiv, er bewertet die Situation positiv oder eben Stress. Die Thematik heute ist einfach, von der Evolution her ist die Situation einfach dahinter Angst. Und das heißt Flucht, Angriff oder Erstarren. Also im Englischen ist oft bekannt, also Fight or Flight. Aber es gibt nur eine Variante, das ist Erstarren. Erstarren ist die, soll man sagen, die mit der niedrigsten Lebenserwartung ist der höchste Stress dann. Ja, in der Evolution, der Igel, der sich einrollt, oder der Hase, der dann erstarrt, da hat man nur eine Lebenserwartung von 20 bis 30% in der Natur draußen. Also wenn es geht, flüchten oder angreifen. Ja, das hat die Evolution genauso bei uns eingerichtet. Und um zu überleben, und so werden ständig die Situationen bewertet. Und heute haben wir einfach die Thematik, wir haben Mikrostress, er kommt immer wieder rein, wird als Stress bewertet und wir negieren das oder in gewissen Situationen können wir eben nicht flüchten oder angreifen. Das wäre einfach, wenn von irgendwo von außen bestimmter Druck kommt und weil Hausnummer Vorgesetzter, Chef, irgendwo, Chefin irgendetwas möchte und du aufgrund deiner Position da nichts ändern kannst und jetzt dann musst du sozusagen für deinen Organismus auf deinem Schreibtisch erstarren. Kannst dann auch nicht darauf reagieren. Und das ist ganz großer Druck und Stress für den Organismus.